Die Prüfung am 13. Februar ist längst vorbei. Jedoch ziehen es mehr und mehr Studenten vor, die Vorbereitung nicht aufzuhören, bis sie die nötige Punktzahl auf dem Bildschirm sehen. Das ist eine richtige Strategie. Die Ergebnisse werden erst am 26. März veröffentlicht. Bedeutet das, dass wir den ganzen Monat lang keinen Kontakt mit der deutschen Sprache haben? Auf keinen Fall. Wir arbeiten weiter, um die Sprachfähigkeiten zu fördern und die Testkompetenzen zu vertiefen. Ein- bis zweimal in der Woche Privatunterricht, ein paar Artikel und Hausaufgaben, einige Videos, das ist doch gar nicht anstrengend. Ein wenig Aufmerksamkeit auf Ihr Deutsch erbringt einen riesigen Umsatz in der Perspektive. So, obwohl die Prüfung schon vorbei ist, arbeiten wir weiter an der Sprachförderung im Rahmen meines Privatunterrichts. Heute zeige ich Ihnen unsere fleißige Arbeit am Hörverstehen plus anschließend an der siebten Aufgabe im Teil mündlicher Ausdruck und an Reflexivverben am Ende. Also, wenn Sie einen Einblick in den Vorbereitungsprozess gewinnen möchten, machen Sie sich bequem und wir beginnen. Okay, das haben wir gemacht. Das war unsere fünfte Aufgabe. Heute arbeiten wir noch ein bisschen am Hörverstehen. Hörverstehen machen wir heute zu diesem Thema. Zum Thema das Leben von Donatella Versace. Das Hörverstehen ist nicht so kompliziert, aber ja, wir üben nur. Das ist eine Aufwärmungsübung und versuchen wir, so viele korrekte Antworten wie möglich zu kriegen. Lesen Sie bitte alle Items durch und dann beginnen wir mit dem Hören. Ja. Haben Sie Fragen oder ist alles klar? Alles klar. Alles klar, ja. Notieren Sie jetzt bitte die, die Nummern von 46 bis 55 und wir beginnen. Heute haben wir in... Hören Sie das gut? Ja. Los geht's. Unserem Magazin einen ganz besonderen Gast zu Besuch. Die bekannte Modedesignerin Donatella Versace, zurzeit hier in München für eine Modenschau. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, Donatella. Guten Tag. Donatella, Sie sind nicht nur eine der bekanntesten Modemacherinnen, sondern auch Ehefrau und Mutter. Außerdem sieht man Sie auf vielen Partys und Veranstaltungen. Wie schaffen Sie das bloß? Oh, ich bin einfach sehr diszipliniert. Wenn ich richtig überlege, bin ich sehr deutsch. Zum Glück brauche ich nur 4 bis 5 Stunden Schlaf, um fit zu sein. So stehe ich um 7 Uhr auf, gehe ins Fitnessstudio und frühstücke dann mit meinen Kindern. Danach fahre ich ins Büro. Aha. Und wie sieht ein normaler Arbeitstag dort aus? Also, erstmal werden Skizzen von den neuen Modellen gezeichnet. Dann müssen Stoffe und Farben ausgewählt werden. Das sind hauptsächlich meine Aufgaben. Und dann geht's ans Nähen. Das mache ich natürlich nicht selbst. Na, und das Ergebnis sehen Sie ja dann in den Geschäften. Woher nehmen Sie denn eigentlich immer wieder neue Ideen? Vieles stammt aus der Musikszene oder aus Filmen. Aber ich reise auch viel in die Weltstädte, London und New York zum Beispiel. Und suche dort nach neuen Trends auf der Straße. Donatella, Sie haben eigentlich alles. Erfolg, Reichtum, Freunde, Familie. Bleiben da noch Wünsche offen? Erstmal muss ich sagen, ich bin wirklich sehr dankbar für alles, was ich habe. Aber ich arbeite auch hart dafür. Keiner hat mir etwas geschenkt. Viele Menschen sehen nur die Modeschauen, die Partys und den Spaß, aber nicht den Stress. Was für Stress? Nun, alle 6 Monate finden Modeschauen statt. Das ist immer ein Gefühl wie früher in der Schule, als man vom Lehrer abgefragt wurde oder einen Test schreiben musste. Immer wieder prüfen die Zuschauer unsere Arbeit und man muss jedes Mal etwas Neues zeigen und sich auch fragen, ist das wirklich gut genug? Wo haben Sie denn gelernt, sich selbst gegenüber so kritisch zu sein? Also eigentlich ist meine Mutter dafür verantwortlich. Sie war eine sehr strenge Frau. Sie war selbst berufstätig und sagte mir immer wieder, dass ich lernen muss, mich nur auf mich selbst zu verlassen.
Sie sagte auch, dass ich erst die Schule beenden und einen Job finden sollte, bevor ich heirate. Sie haben ja zwei Kinder. Erziehen Sie die auch so? Ich versuche Ihnen beizubringen, dass die Familie sehr, sehr wichtig ist. Außerdem sollen Sie gute Manieren lernen und nicht denken, dass Sie etwas Besonderes sind. Wirklich, ich versuche Ihnen ein ganz normales Leben zu bieten. Und ich glaube, das schaffe ich auch ganz gut. Stört es Ihren Ehemann nicht, wenn Sie dauernd unterwegs sind? Ständig Partys, ständig attraktive Männer? Nein, gar nicht. Oft kommt er mit. Wenn ich allein ausgehe, macht ihm das nichts aus. Wir sind glücklich verheiratet und haben volles Vertrauen zueinander. Und es ist doch ganz klar, dass er nicht immer Lust hat, mich auf allen Reisen oder Modenschauen zu begleiten. Na, dann wünschen wir Ihnen auch weiterhin viel Erfolg, Donatella, und bedanken uns für das Interview. Ja, danke. Tschüss. Das war nicht so kompliziert, vermute ich, aber versuchen wir jetzt, alle korrekt zu kriegen. 46, was sagen Sie? Richtig. Sie lebt in München. Sie ist zurzeit in München zu Besuch. Sie lebt nicht in München. Ja, sie ist zu Besuch in dieser Stadt und Sie machen jetzt ein Interview. Das ist leider falsch. Aufmerksamer, hier gibt es sehr viele Kleinigkeiten und diese Kleinigkeiten spielen eine sehr große Rolle. Achten Sie darauf. 47, bitte. Es war gesagt, dass sie braucht nur vier bis fünf Stunden Schlaf. Das stimmt. Nicht viel Schlaf. Ja, so ist es richtig. Es ist richtig. Gut gemacht. 4-5 Stunden, das ist wirklich nicht so viel. Genau. 48? Falsch. Könnten Sie das bitte verdeutlichen? Sie hat gesagt, dass sie soll es nicht alles machen. Es sie macht zwei oder drei Aufgaben und auf etwas ein Aufgabe. Sie hat gesagt, dass sie würde nicht alles machen. Das stimmt. Sie sammelt Ideen, sie macht Skizzen. Natürlich näht sie alle Kleider nicht selbst. Selbstverständlich, ja. Alles klar. Falsch ist das. 49, bitte. Alle Ideen für Donatellas Kleider stammen aus der Musikszene. Es war aus New York Musikszene. Musikszene ist ein Wort. Falsch? Nein, richtig. Alle aus der Musikszene. Achten Sie darauf. Alle Ideen für Donatellas Kleider stammen aus der Musikszene. Das ist falsch. Das kann nicht so sein. Sie hat unterschiedliche Ideen. Vieles stammt aus der Musikszene, aber nicht alle Ideen. Achten Sie auf diese Wörter. Alle, was ist hier? Was wäre noch hier wichtig? Nicht gern, sollen. Diese Wörter spielen hier eine ganz besondere Rolle. Alle Ideen stammen aus der Musikszene, das ist natürlich falsch. Das kann nicht so sein. Sie hat viele Ideen und sie reist viel und daraus bekommt sie ihre Inspiration für ihre Kleider, für ihre Kleidungsstücke. Nummer 50. Donatella ist reich. Richtig. Ja, sie hat alles. Geld, Erfolg und so weiter. 51, bitte. Donatella meint, dass ihr Erfolg falsch. Wie war der Kontext noch einmal? Sie hat gesagt, dass es ist nicht ein Geschenk ist. Sie hat fleißig gearbeitet für diesen Erfolg. Für diesen Erfolg hat sie fleißig gearbeitet, ja? Fleißig. Sehr gut. Nummer 52. Eine Modenschau ist für Donatella wie eine Prüfung in der Schule. Ja, richtig. Aha. Genau. Also sie erinnert sich an die Schulzeit, als sie vor der Tafel stehen musste und von dem Lehrer abgefragt wurde. Das stimmt, das ist richtig. 53. Donatellas Mutter wollte, dass ihre Tochter selbstständig wird. Richtig. Ja, sie versuchte, das alles
beizubringen, dass die Tochter versteht, dass sie etwas im Leben selbst erreichen soll. Gut gemacht. 54. Donatellas Kinder sollen etwas Besonderes sein. Falsch. Falsch. Könnten Sie auch ein bisschen mehr Kontext hervorbringen? Nicht Besonderes sein. Ganz normales Leben sollten die Kinder führen und nicht denken, dass sie etwas Besonderes sind. Das stimmt. Und letzte Frage, Donatellas Mann geht nicht gern auf Partys. Falsch. Ja, falsch. Er geht oft auf Partys. Nicht immer natürlich, das ist nicht möglich. Sie hat viele Partys, sie hat viele Veranstaltungen. Das ist nicht immer möglich, von ihrem Mann begleitet zu werden. Das ist falsch. Also Sie haben 8 korrekte aus 10. Das ist 80%. 80% ist ein gutes Ergebnis. Ich denke, dass wenn Sie noch aufmerksamer werden, so, wenn Sie sofort aufpassen, ab den ersten Sekunden, dann konnten Sie auch das hier korrekt verstehen. Donatella lebt in München. Sie hat auch einen bestimmten Akzent, ja, und das können wir auch irgendwie schlussfolgern, dass sie nicht aus Deutschland kommt, dass sie einfach hier zu Besuch ist. Gut gemacht. Wie finden Sie dieses Hörverstehen? War das für Sie kompliziert? Nein, es war einfach. Nein. Es war einfach, ja, natürlich. Das ist kein Test-DAF-Niveau, das ist leichter. Wir machen noch eine anschließende Aufgabe zu diesem Hörverstehen. Diese Aufgabe ist auch einfach. Nummer 7 ist das. Peter ist der Freund. Das ist die Aufgabe, wo wir auch Ratschläge geben. Die Redemittel können wir von der 5. Aufgabe nutzen. Vielleicht nicht so detailliert. Wir haben nicht so viel Zeit und diese Aufgabe ist nicht so kompliziert, dass wir die Vor- und Nachteile der beiden Möglichkeiten abwägen sollen. Hier können wir einfach Vor- und Nachteile abwägen und unsere Meinung und unseren Ratschlag äußern. Was ist das Thema? Das Thema ist Prüfung. Prüfung. So, Peter hat bald eine Prüfung in Wirtschaftswissenschaft. Er treibt regelmäßig und fast professionell Sport. Ja? Also er möchte vielleicht in der Zukunft professionell in Volleyball werden. Jedoch muss er für die Prüfung ganz viel lernen. Er hat diese 2 Möglichkeiten und kann nicht entscheiden, was er vernachlässigen soll. Er mag schlafen und Schlaf ist für seine Entwicklung, für seinen Sport extrem wichtig. Aber er muss auch für die Prüfung lernen. Okay. Deswegen ja, denkt er, ob er Sport vernachlässigen soll, ein paar Trainings in der Woche für einen Monat verpassen oder sollte er vielleicht seinen Schlaf verkürzen und 6 Stunden schlafen. Er fragt sie nach ihrem Rat. So, für die Vorbereitung haben wir hier 1,5 Minuten. Die Zeit beginnt jetzt. Die Zeit ist um. Wir haben jetzt 1,5 Minuten Sprechzeit. Hier sind die Vor- und Nachteile nicht so wichtig. Hier ist Ihre Meinung wichtig. Seien Sie sicher, dass sich die Worte "Ich meine", "Ich würde dir empfehlen", "An deiner Stelle wäre es sinnvoller", "Es wäre empfehlenswert", nutzen Sie diese Strukturen, damit ich verstehen konnte, welche Idee und welchen Ratschlag Sie tatsächlich dem Freund geben können. Ist das klar? Ja. Okay, gut. 1, 2, 3, beginnen Sie. Ja, Peter, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich für besseren Schlaf entscheiden, weil bessere Schlafgewohnheit ist sehr wichtig in diese Klausur fassen und auch auf der Prüfung zu konzentrieren. Es ist auch gesund. Auf der anderen Seite, du kannst diese Zeit von Schlaf benutzen für deine Vorbereitung für
sportlicher zukommt. Aber man kann ja die Sport nicht, die Vor- und Nachteile von dem Sport nicht außer Acht lassen. Sportliche Umgebung ist sehr wichtig für deine Zukunftsaussicht. Und auch, es ist ja gut gesagt, dass Übung macht man Meister. Aber auf der anderen Seite, du kannst eine Pause in Klausur nehmen und auch nehme einen guten Schlaf. Ich bin der Meinung, dass du musst für besseren Schlaf, du musst besseren Schlaf in dieser Klausur nehmen, weil deine gute Note ist auch wichtig für bessere Karriere. Und auch du kannst diese Pause von sportlich ist auch gesund, weil unsere Körper auch braucht eine Pause von dieser körperlichen Übung. Gut, am Ende konnte man merken, dass sie schon keine Idee hatten, ja, wie man das weiter formulieren kann und wie man diese Zeit bis zum Ende ausfüllen kann. Sie haben sich ein bisschen wiederholt. Kein Problem damit. Ich finde aber, dass sie für diese Antwort besseren Wortschatz hervorheben konnten. Relativ einfach war es bei Ihnen. Also zum Beispiel, nehmen einen guten Schlaf. Ich würde einen guten Schlaf nehmen. Vielleicht nicht nehmen, vielleicht vorziehen oder bevorzugen oder wählen. Okay. Denken Sie an den Wortschatz. Ja? Dann auf die Prüfung konzentrieren, sich und auch sich, ja, vergessen Sie die Reflexivteilchen, sich auf die Prüfung konzentrieren, sich konzentrieren auf Akkusativ, nicht auf Dativ. Das war noch eine Kleinigkeit und auf der anderen Seite. Ich habe nicht deutlich die Endungen bei Ihnen gehört, auf der anderen Seite oder einfach andererseits, ja, andererseits. Das könnten Sie auch alternativ nutzen und. Unser Körper, Körper ist Maskulinum. Unser Körper braucht eine Pause, vielleicht nicht Pause, sondern braucht Erholung. Entschuldigung, können wir die Reflexiv wiederholen in Grammatik? Wie bitte? Was bräuchte? Ein bisschen Übung über Reflexiv. Reflexivteilchen möchten Sie? Ja. Ja, okay. Ja, gerne, kein Problem. Das ist nicht so schwierig. Also es gibt mit Akkusativ und mit Dativ. Mit Akkusativ und mit Dativ. Zum Beispiel sich waschen. Dann ich wasche mich. Aha, weiter. Ja, machen Sie weiter. Du waschst dich. Waschst. Wäschst. Dich. Ich, aha. Er, sie, es. Schisch. Wascht sich. Wäscht. Umlaut auch, wäscht sich. Mhm. Wir waschen sich. Ja, ich weiß das alles. Sich, mich, dich und alle anderen ist sich. Im Dativ ist es dir, mir, dir und sich. Aber danach auch, ich mache so viel Fehler in dieser reflexive Teil. Ein Problem ist das, dass wir die Satzstellung häufig vergessen. Wir vergessen einfach dieses Reflexivteilchen, weil vielleicht in Hindi, sprechen Sie Hindi? Das ist Ihre Sprache, ja? Vielleicht gibt es keine Reflexivteilchen, ja? Vielleicht gibt es sowas nicht. Das stimmt nicht mit der deutschen Sprache überein. Zum Beispiel sich konzentrieren. Gibt es in Hindi auch sich konzentrieren oder einfach konzentrieren? Wie ist das in Hindi? Ich weiß es nicht, was ist auf Hindi, aber Konzentration auf Englisch.
Genau, ohne sich, ohne Reflexivteilchen, ja, ohne Reflexivteilchen. Concentrate, concentrate, ohne Reflexivteilchen. No. Nicht myself or my, einfach concentrate. Also das verwirrt uns ein bisschen. Und die Satzstellung ist auch verwirrend. Er hat gesagt, dass er sich auf die Prüfung konzentrieren möchte. Hier steht sich nach dem Personalpronomen. Nach dem Personalpronomen. Eine andere Möglichkeit. Es ist wichtig, dass sich die Menschen auf die Prüfung konzentrieren. Hier ist es ein bisschen anders. Sich steht vor dem Nomen. Vor dem Nomen. Das ist wichtig. Haben Sie das gewusst? Nein. Ja? Nein, doch. In Ihren Texten habe ich das gesehen. Manchmal haben, manchmal machen Sie diesen Fehler, aber in meisten Fällen, ich habe schon diese Fehler bei Ihnen korrigiert. Sie haben das schon verstanden. Ich glaube, das funktioniert schon so ein bisschen. Wenn es Substantiv ist, dann steht das Reflexivteilchen sofort nach der Konjunktion, vor dem Substantiv. Wenn es Personalpronomen ist, dann steht das Reflexivteilchen nach dem Personalpronomen. Okay. Nach dem Personalpronomen. Machen wir nochmal ein Beispiel. Diese Regel ist auch gleich im Hauptsatz? Nein, Hauptsatz, Moment mal. Die Menschen müssen sich auf die Prüfung konzentrieren. So, müssen sich, wie gewöhnlich, sofort nach dem Verb. Er muss sich auf die Prüfung konzentrieren. So, das ist gleich hier. In diesen zwei Sätzen steht dieses Teilchen sofort nach dem Verb. Sofort nach dem Verb. Wenn wir kein Modalverb nutzen, er konzentriert sich auf die Prüfung. Und mit den Menschen ist auch das Gleiche. Die Menschen konzentrieren sich auf die Prüfung. Das ist gleich. Das ist nur mit dem Nebensatz ein bisschen verwirrend. Merken Sie sich. Stellen meistens alle Studierenden hier. Aber das ist falsch. Das ist falsch. Das geht nicht. So, vergessen Sie das nicht. Machen wir noch ein paar Sätze. Sich widmen, ja? Sich widmen. Sich selbst widmen. Zum Beispiel. Es ist empfehlenswert, sich der Prüfung zu widmen. Das ist eine Infinitivkonstruktion. Infinitivkonstruktion. Es ist empfehlenswert, dann sofort Komma und dann sofort das Reflexivteilchen. Sich der Prüfung zu widmen. Auf Englisch devote yourself. Devote yourself to something. Devote yourself to the exams. So, das ist sich widmen. Und in den Nebensätzen ist das viele vergessen, man sich der Prüfung widmen soll. Um,
viele, okay, machen wir. Es wird oft nachlässigt. Sich der Prüfung zu widmen. Auch Infinitivkonstruktion, es wird oft vernachlässigt, dann sofort Komma und das Reflexivteilchen plus Infinitiv plus zu. Es wird betont, dass sich die Studierenden der Prüfung widmen sollen. Hier haben wir Substantiv, die Studierenden, und sich steht vor diesem Nomen, vor diesem Substantiv. Ist das klar? Ja. Ja. Die Hauptsache ist hier nicht die Regel. Ich denke, dass die Regel verstehen Sie schon. Sie wissen das alles. Das ist keine neue Information für Sie. Das Problem ist, dass Sie vergessen dieses Reflexivteil. Genau, ja. Das vergessen Sie einfach. Ja. Man muss immer denken, dass Sie auch sich irgendwo hin reinstellen sollen. Aber das wird oft vergessen. In dem schriftlichen Ausdruck ist es bei Ihnen schon viel besser. Aber wenn Sie mündliche Äußerungen machen, muss man gleichzeitig an viele Sachen denken. Grammatik, Aussprache, Wortfolge. Und wenn diese Reflexivteilchen noch dazu kommen, es macht die Sache noch komplizierter. Das ist verständlich, dass ab und zu mal das vergisst. Wie Sie gesagt haben, Übung macht den Meister. Wenn man häufig übt, dann kann man auch das in die Antwort ganz leicht einbeziehen. Einfach ein wenig Praxis, einfach ein wenig mehr Übung. Ist das gut? Ja. Okay, gut dann. Also heute haben wir so diese grammatischen Regeln wiederholt. Heute haben wir an den Aufgaben 5 und 7 gearbeitet, ein Hörverstehen gemacht, einen Brief auch ergänzt. So, intensive Arbeit. Versuchen Sie, sich auch diese Regeln zu merken. Und dann noch in Ihre Antwort, in Ihre mündlichen bzw. in Ihre schriftlichen Ausdrücke einzubeziehen. Okay, für heute machen wir Schluss. Was planen wir fürs nächste Mal? Wann treffen wir uns? Sagen Sie, es ist alles okay für mich. Also 7.30 Uhr deutsche Zeit am Samstag. Es ist 12 Uhr bei Ihnen. Ich glaube, das ist okay. Sie können ein bisschen ausschlafen. Super. Ja, dann die Hausaufgaben bekommen Sie noch heute. Arbeiten so weiter, so fleißig wie dieses Mal, und dann die Ergebnisse lassen sich nicht lange auf sich warten. Okay? Super, schönen Tag noch und bis Samstag. Tschüss. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen.